Willkommen zum interkulturellen Training zum 11.11. Start der Karnevalszeit, aber diese klassischen Konfrontationen Köln gegen Düsseldorf, Bayern gegen Dortmund, Licht als Teilchen, Licht als Welle, Frequenzbereich, Zeitbereich, das ist vielleicht nicht das Richtige. Treten wir lieber einen Blick zurück. Freuen uns, dass unsere Fachhochschule so feierlich festlich geschmückt ist und schauen mal da. Wir könnten uns mal einen Satz gönnen eines deutschen Philosophen. Heinz Wäscher sagt, Witzigkeit kennt keine Grenzen, Witzigkeit kennt kein Pardon und wer witzig ist, der hat gut Lache. Und darum geht's in diesem Song. Also weg vom Karneval hin zu einem philosophischen Ansatz. Das können wir einmal alle ausprobieren. Die Gitarre um Hals, schnell gestimmt. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Und wer witzig ist, der hat gut Lachen. Und darum geht's in diesem Song. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Und wer witzig ist, der hat gut Lachen. Und darum geht's in diesem Song. Worum geht's im Leben? Witzig sein? Oder lachen? Na, Fröhlichkeit? Es geht ums Glücklichsein. Wie voll ist dieses Glas? Das merken wir uns mal für später. Maximiere dein Glück, sei einfach glücklich. Mathematisch gesehen kann man sagen, Limes n gegen unendlich Glück und hoch n potenzieren ist immer gut. Ich weiß, Mathematiker sehen das anders. Es gibt eine Glücksfunktion, die hat Maxima, die kann man also ableiten, die Ableitung 0 setzen. Und echte Spießer, die gucken beim Glück auch, ob die zweite Ableitung nicht 0 ist. Maximiere dein Glück? Nein, vielleicht könnte man das Glück maximieren. Mach also auch andere Leute glücklich. Wir modifizieren die Gleichung und summieren das einfach über alle Erdenbewohner auf. Sorry, extraterrestrische Leute. Das kommt vielleicht in einer Folgepräsentation noch. Maximiere das Glück. Also, auf geht's. Retten wir die Welt. Vielleicht können wir aber auch etwas kleiner denken zu Anfang und sagen, als ein Beispiel, wie man alle ein bisschen glücklicher machen kann, öfter mal Danke sagen. Wer da Hemmungen hat, na, für den jetzt ein paar Beispiele. Danke, lieber Baum, dass du hier stehst, wächst und mit deinen Blättern das CO2 in schönen Sauerstoff für mich verwandelst. Danke dafür. Danke, liebes Sandkorn, denn nur du sorgst dafür, dass dieser Strand wirklich genauso schön ist, wie er ist, also leistest deinen wertvollen Beitrag. Danke, liebes schwarzes Vakuum des Weltraums, denn nur durch dich haben wir eine klare Abgrenzung zu den anderen schönen Sachen, wie zum Beispiel unsere Erde. Danke, liebe Busfahrerin, dass du mich dahin gefahren hast, wo ich hin möchte. Kleiner Hinweis hier, es gibt so ein Schild oben, während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer sprechen. Das gilt auch für Umarmungen. Das heißt, einfach mal am Schluss sagen, komm, ich drück dich mal ganz feste. Da haben die meisten Busfahrerinnen und Busfahrer ein Problem mit. Danke, lieber Kassierer, dass du das alles so schön abkassiert hast und ich schnell dann meinen Einkauf nachher aufessen kann. Danke, liebe Studierende, denn wegen euch habe ich hier einen tollen Job an der Fachhochschule. Ein bisschen professioneller gibt es die Webseite deutschlanddankt.de. Hier kann jeder mal einen längst vergessenen Dank loswerden und publizieren. Einfach mal ausprobieren. Danke, aber bitte mit einem fröhlichen Gesicht, denn Lachen. Gutes Beispiel, Eckart von Hirschhausen. Ich meine, der Mann ist klug, der muss es wissen, er hat sogar einen Doktortitel. Der weiß, dass Humor eine ganz wichtige Geschichte ist. Lachen macht glücklich. Uns selber, andere, die Welt, das Universum und den ganzen Rest. Und deswegen am Schluss noch eine praktische Übung. Der Text steht glücklicherweise direkt hier. Das ist eine Szene aus Willkommen in Belleville. Da wird auch ganz viel gelacht. Hören wir mal rein. Ah, 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 ah.
Ja, ruhig mal aufstehen, damit das besser durchgeht mit der Lunge und der Luft und laut lachen. Gut. Ich glaube, dieses Glas ist jetzt deutlich vorher, deutlich voller als vorher. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Neugier, Bildung, Berufung.